Ja, also guten Tag, meine Damen, meine Herren. Mein Name ist Uwe Griegert. Ich beschäftige mich seit knapp 20 Jahren mit IT-Themen. Und mein heutiges Thema ist, sind Zweifel und Bedenken zu aktuellen IT-Entwicklungen, also Modethemen wie Wearables und smarte Phones. Nicht? Also mir kommen Zweifel, wenn das Phone smarter ist als sein Besitzer. Und da die Welt voller Werbung und Optimismus ist, setze ich mich mal heute so ein bisschen auf die andere Seite des Bootes, in der Hoffnung, es auf die richtige Seite zu kippen. Meine Quellen sind zum einen dieses Standardwerk, Horst Geier über die Dummheit. Das ist also absolut zeitlos. Und der Herr Geier unterscheidet zwischen verschiedenen Kategorien der Dummheit. Dumme, das ist nichts Besonderes, das ist völlig normal. Aber er hat vier Teile, dummes Verhalten in Folge zu niedriger Intelligenz, das soll uns heute nicht beschäftigen. Zweiter Teil, dummes Verhalten trotz normaler Intelligenz, das wird heute Thema sein. Dritter Teil, dummes Verhalten in Folge zu hoher Intelligenz, auch das kommt vor, das wird in Spuren vorkommen. Und kluges Verhalten bei geringer Intelligenz, auch ein sehr schöner Fall. Ich habe dieses Bild da als Hintergrundbild gewählt, weil es einer der Fälle ist, wo man die Dummheit schon aus dem Weltraum sehen kann. Ist jedem klar, was es darstellt, das Bild? Das sind die Reaktorblöcke 1 bis 6 von Fukushima. Das Bild wurde aufgenommen 1975. Der Block 6 ist dann noch im Bau. Dazu später mehr. Meine zweite Quelle ist der aktuelle Bericht des Bundesamtes für Sicherheits- und Informationstechnik, kurz BSI, Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2014, den ich also eindringlich zur Lektüre empfehle, weil er sehr nett geschrieben ist. Diese Leute versuchen, glaube ich, also erstens verständlich zu sein, zweitens optimistisch zu klingen, obwohl es zum Optimismus keinerlei Anlass gibt. Da sind wir voll in diesem Thema Dummheit. Und einer der Kapitelüberschriften lautet digitale Sorglosigkeit. Wir befinden uns ja im Jahr 1 nach Snowden und da ist das dann besonders erstaunlich. Da sind auch ein paar lustige Beispiele drin, Vorfälle bei Privatanwendern, Vorfälle in Firmen. So. Ich versuche hier den Bogen von Fukushima zur Cloud zum Beispiel oder zu sowas Dusseligem wie einem WLAN-Router zu ziehen. Ich will ja nicht nur Pessimismus verbreiten, also man soll auch optimistisch sein. Es gibt menschliche Eigenschaften, auf die man sich annähernd blind verlassen kann. Also wenn Sie die Kontrollgruppe einfach groß genug wählen, dann können Sie sich ganz sicher sein, dass in der folgende Eigenschaften ausreichend vertreten sind. Immer Dummheit, Faulheit, Bosheit. Und das hat immer auch Auswirkungen auf die Produkte dieser Menschen. Ich werde mich hier also ein wenig beschäftigen mit Dummen, Faulen und Bösen. Also mit faulen Dummen, mit bösen Dummen und mit fleißigen Dummen. Wenn die Dummen geschwätzig werden, dann wird es üblicherweise schwer erträglich. Wenn die Dummen fleißig werden, wird es gefährlich. Und dann ist die Geschichte der Innovation, der Erfindung voller Verschwendung. Und was ich als Ausnahmefall betrachte, ist, dass jemand mit einer guten Idee auch wirklich etwas Gutes bewirkt. Das ist schon ziemlich schwierig, hohe Schule. Ich fange mal an mit Moden und Unsinn. Im Jahre 1898 wurde in Frankreich von einem Ehepaar namens Curie, heute weitestgehend vergessen, das Radium entdeckt. Also die hatten, glaube ich, irgendwie einen Klumpen auf einer Fotoplatte vergessen und ihnen fiel am nächsten Morgen beim Entwickeln auf, dass da ein schwarzer Fleck war. Daraus schlossen sie, dass irgendwas strahlt. In den nächsten 30 Jahren entfaltete sich eine Geschichte, die an Schwachsinn kaum zu überbieten ist, an der dann aber das Ehepaar Curie nichts dafür konnte. Und zwar schrieb man dem Radium heilende Kräfte zu. Es gab also Radium-Zahnpasta, Radium-Rasierwasser, Radium-Hautcreme. Es gab mit Radium versetztes Wasser, das so bedeutend strahlte, dass es einen also in kürzester Zeit zum Tode verhalf. Das Ganze dauerte aber, bis einem das wirklich auffiel, 30 Jahre. Nun ist Strahlung ja üblicherweise nicht so schnell, wenn sie nicht in sehr großen Dosen ist. Also 30 Jahre lang trank man Radiumwasser, wenn man es sich leisten konnte. Das war nun ein Schadenspotenzial, das nur reiche Leute, überwiegend reiche Leute,
betraf, weil Radiumwasser sehr teuer war. Da gab es einen Stahlproduzenten, Eben Byers hieß der Mann, der da ganz elendig verreckt ist, weil er jeden Tag 2 Flaschen von diesem Zeugs trank, weil er irgendwie Rücken hatte oder was. Irgendein Quacksalber hat ihm erzählt, ne, wenn dir der Rücken wehtut, dann trink Radiumwasser, dann wird alles gut. Nach 30 Jahren fiel einem also auf, dass das ungünstig ist, weil die Mädels, die sogenannten Radium-Girls, die Uhren bepinselten mit radiumhaltigen Farben, alle Krebs an der Zunge und an den Lippen hatten. Die spitzten nämlich ihre Pinsel mit den Lippen an. Waren wohl auch der Meinung, sie tun sich was Gutes, nicht? Also Eben Byers trank ja irgendwie so eine Flasche Radiumwasser pro Tag für $200 oder was. Also konnten sie auch ein bisschen am Radium lutschen. Das war Beispiel 1. Beispiel 2, Schießbaumwolle. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Also wenn man Baumwolle mit konzentrierter Salpetersäure versetzt, fügt man ihr Sauerstoff hinzu. Nitrieren nennt man diesen Prozess. Und nitrierte Baumwolle sieht, wenn man sie spinnt, ungefähr so aus wie Satin. Also glänzt schön. Ist hübsch. Also gab es eine Zeit lang Hemden aus Schießbaumwolle. Da dauerte es keine 30 Jahre, bis man das einstellte, weil die Folgen doch deutlicher waren. Also sie waren unmittelbar tödlich. Nicht? Die kleinste Flamme sorgte dafür, dass in so einer Mikrosekunde ihnen das Hemd abbrannte und dann werden sie ihres Lebens nicht mehr froh, wenn ihnen die Unterhose in einer Mikrosekunde abbrennt. Das war es dann mit dem Spaß am Leben, nicht? Wenn sie den überhaupt noch weiterleben. Der Witz an diesen Geschichten ist aus meiner Sicht, alle Informationen, die man eigentlich braucht, standen von Anfang an zur Verfügung. Also, dass der Bergbau mit Radium oder Quecksilber oder was nicht gesund war, das wusste man schon im Mittelalter. Und dass ein Hemd, das sich in einer Sekunde entflammt und mich niederbrennt, keine so tolle Idee ist, dazu muss man kein Geistesriese sein. Das begreift nach dem zweiten Versuch auch eine Ratte. Also selbst eine Ratte oder ein Affe lernen solche Sachen. Also der Mensch ist, das ist sozusagen meine Quintessenz dabei, bei ausreichender Intelligenz doch gelegentlich ausgesprochen dämlich. Insbesondere, wenn es irgendwas mit Moden zu tun hat. Nicht? Also es geht hier, das ist das Zweite, was ich hier bemerkenswert finde, es geht nie um die Fehleinschätzung nur eines Menschen, sondern es sind ja immer größere Gruppen beteiligt. Einer produziert das Hemd aus Schießbaumwolle, also der eine, der Experte, erfindet die Schießbaumwolle. Vielleicht ist der auch noch lieb und beschreibt ihre Eigenschaften. Der schreibt vielleicht noch dran, feuergefährlich. Dann gibt es irgendeinen Schwachkopf, der sieht, das ist hübsch, da kann man jetzt ein Hemd draus machen. Los geht's. Und dann gibt es ja die Idioten, die das kaufen. Nicht? Und das ist dann in diesem Fall das Ende der Nahrungskette. Nicht? Wenn der Produzent schlau ist, zieht er sich die Scheiße nicht selber an und wird auch sein kleines Töchterlein nicht in so ein Hemd stecken. Sondern nur die blöden Arbeitsameisen, die das kaufen sollen. So. Das Erschütternde dabei ist, die Arbeitsameisen am Ende dieser Nahrungskette, die kaufen diesen Dreck. Weil ein Experte sagt, das ist gut und eine Werbewirtschaft, die es auch schon vor 100 Jahren ganz offensichtlich gab, sagt, das ist schick, das ist hip, das musst du machen. Das dritte Beispiel, das wir hier sehen, das da, ist nun besonders eindrucksvoll aus meiner Sicht, weil es selten so ist, dass man die Dämlichkeit schon aus dem Weltraum sieht. Was meine ich jetzt damit? Ich meine Folgendes, was man hier im Bilde ganz schön sehen kann, wo ist mein Mauszeiger? Ich meine diese Struktur hier. Was sagt Ihnen das? Ist hier ein Luftbildauswerter im Raume? Vermutlich nicht, ne? Was sagt Ihnen diese Struktur da? Das ist eine Schräge. Da hat man das Gelände, ich glaube, 25 oder 30 Meter abgetragen. Dieser Kraftwerksblock steht auf dem Strand. Das Gelände war ihnen aber zu hoch. Sie haben 35 Meter oder 25 abgetragen. Dafür gab es ein gutes und ein schlechtes Argument. Das gute Argument war, dass man Kraftwerke, gerade Kernkraftwerke, gerne auf den Felsen stellt und nicht auf Mutterboden. Ne? Das kann ich noch ein bisschen nachvollziehen. Das weniger kluge Argument war, man kann die Pumpen billiger bauen. Man pumpt ja den Sekundärkreislauf, mehr Wasser in den Sekundärkreislauf. Und die Pumpen und die Rohre, und das konnte alles leichter, billiger, hast du nicht gesehen sein, kürzer, wenn man die Dinger direkt auf den Strand stellt. Ein gutes und ein weniger gutes Argument. So,
das hier. Ich bin nun Segler, ich kann dann ungefähr, weil ich meinen Hafen auch häufiger mal aus der Luft angucke, ich kann ungefähr beurteilen, wie hoch diese Mole ist. Und diese Mole ist kein Schlechtwetterschutz. Diese Mole dient nur dazu, dass das Wasser hier ruhig ist, wenn es draußen schwappt. So, wenn Sie jetzt eine 3 Meter, sagen wir mal, Sie sind eine kuschelige 3 Meter Welle, was ja nicht unbedingt selten vorkommt, und Sie haben Sehnsucht danach, mal ein Kraftwerksgelände zu besuchen. Welchen Auftreffwinkel würden Sie wählen? Sie können dieselbe Denke anwenden, wenn Sie vor der Aufgabe stehen, ein Fahrzeug zu panzern. Dann tun Sie gut daran, auch die Ecken zu panzern. Nicht? Also ein Auftreffwinkel von vorne hier, solange die Welle so nett ist, im 90-Grad-Winkel zu kommen, und das tun ja Wellen immer, nicht? Kommen ja immer im 90-Grad-Winkel, ist alles gut. Wenn die Welle aber dann irgendwie in diesem Winkel käme oder in diesem, dann sehe ich da keine Schutzbauten. Sie? Irgendwie nicht, nicht? Das meine ich jetzt also mit Blödheit, die man aus dem Weltraum sehen kann. So. Weiß jemand noch aus dem Stand, was am 26.12.2004 passierte? Tsunami. Genau. Ne, da war jetzt ja gerade irgendwie großes Tralala, Jubiläum und allgemeine Weinerei. So, ist ja auch richtig. Fukushima, 11.03.2011. Nun kann man sich ja die lustige Frage stellen, was an Warnung haben die Jungs da noch gebraucht? Nach dem Tsunami. Also Tsunami-Wellenhöhe, was weiß ich, 11 Meter oder was. Und dann schwamm da halb Phuket durch die Gegend. Nicht? Phuket, ich weiß nicht, wer es weiß, ist ja so eine Art Monsterpuff gewesen für den Westen. Nicht? Vorne die Jungs, die wir in diesen erschütternden Sendungen gesehen haben, Familien mit Kindern. Hinten ein Großbordell, 40 Kilometer lang. So, das schwamm da alles weg. Nun hatten ja die Herren in Fukushima irgendwie doch annähernd etwas mehr als 6 Jahre Zeit, über diese Nummer nachzudenken. Könnte man ja meinen. Also was braucht der Mensch noch an Warnung? Es hat ja, wie wir nun wissen, nicht gereicht. Tatsächlich hat man, das ist hier der Stand von 1975, da ist die Anlage noch im Bau. Tatsächlich hat man da irgendwie Schutzbauten errichtet, aber wir können ja jetzt klugscheißerisch von hier aus feststellen, gereicht hat es nicht. Also es waren jedenfalls keine substanziellen Maßnahmen. Ausgereicht hat es noch lange nicht. Das heißt für mich, in so einer Großgruppe, nehmen wir das mal jetzt als soziologische Großgruppe, das Land Japan, die Reaktorsicherheitsbehörde, die Jungs, die da gearbeitet haben. Da ist der eine oder andere dabei gewesen, der sorgenvoll aufs Meer blickte und der die richtigen Konsequenzen gezogen hat. Das Entscheidende ist die Fähigkeit einer Großgruppe, sinnvolle Maßnahmen, insbesondere das Umsteuern, zu verhindern. Das ist ja hier in großartiger Art und Weise gelungen. Ne? Substanziell hat man gar nichts gemacht. Nun haben wir nicht den geringsten Anlass, uns über Japan erhoben zu fühlen, nicht? Wie die beiden Beispiele vorher auch beweisen. Davon gibt es ja auch genug aktuelle. Bei uns werden Fehlentwicklungen ja genauso wenig korrigiert, sondern weiter so ist die erste Bürgerpflicht, was auch immer schief geht. Nicht? Ich kann mich auch an keinen Experten oder Politiker erinnern, der jemals vor die Kamera getreten wäre mit den Worten, ja, da haben wir uns geirrt, da haben wir Mumpitz gebaut. Nicht? Denn, also schuld sind immer nur andere und die Umstände, der Hasachzwang und was auch immer. Aber ein Irrtum einzugestehen, das scheint dem Menschen nicht so richtig möglich zu sein. Also es gibt diesen schönen Bonmot, angeblich Peter Ustinov: bei einer Katastrophe ist die letzte Stimme, die man hört, die eines Experten, der sagt, dass das, was da gerade passiert, eigentlich doch gar nicht möglich sei. Das wird hier auch nicht anders gewesen sein. Gut. Also meine Quintessenz ist, bei all der schlau erklugten Gescheitheit, nicht, das ist jetzt ein Ritter-Rost-Zitat des Menschen, bleibt halt eben doch ein nackter Affe, der sich maßlos überschätzt, sehr gerne. Nicht? Aber er kann Kernkraftwerke bauen und Mondraketen. Es gibt da wesentliche Parameter, um jetzt auf das Thema IT-Entwicklung zu kommen, die entscheidend sind aus meiner Sicht. Zum einen hat ja unser Informationsstand zugenommen, was Datensammelei angeht, also Herrn Snowden. Wenn es eine Möglichkeit gibt, wäre meine Quintessenz, Daten zu sammeln, dann werden sie auch gesammelt. Wenn Daten gesammelt werden, dann wird diese Sammlung auch missbraucht, ganz sicher. Die Arbeitsteilung sieht dabei aus meiner Sicht so aus. Wirtschaftsunternehmen sammeln und speichern, was sie nur kriegen können. Zweitens, der Staat greift zu und wertet aus.
Diese beiden Mitspieler, die decken sich gegenseitig. Wirtschafts- und Medien sind zuständig für Werbung, Design, Propaganda und Ablenkung. Der Staat schneidert passende Gesetze, tarnt den Rechtsbruch durch Geheimhaltung und Nebelkerzen wie Terror, gerade hochaktuell, ne, Sicherheit und Datenschutz und so ein Zeugs. Da gibt es dann auch so, ne, vom Staat bezahlte Clowns, Alleinunterhalter, die in Sachen Datenschutz spielen. Das ist sehr, 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 sehr nett. Dem Staat stehen für dieses Spiel praktisch unbegrenzte Mittel zur Verfügung, denn netterweise bezahlen ja die Überwachten selbst, wenn auch ein bisschen unfreiwillig, nicht? Das ganze Verfahren nennt man innere Sicherheit. Zweitens, das Internet als Bedrohungsraum hat natürlich direkt mit dem Teil 1 zu tun. Dazu vielleicht nur eins, nicht? Wir hatten ein Märchen, Schneewittchen und der böse Wolf, nehmen wir doch mal. Der Wolf verkleidet sich heute nicht mehr als Großmutter und klopft auch nicht mehr an die Tür einer einsamen Berghütte. Das hat zwei Gründe. Die Zeiten haben sich gründlich geändert. Erstens findet der Wolf dank der digitaler Demenz die Berghütte gar nicht mehr ohne Navi. Und zweitens hätte das auch gar keinen Sinn mehr, denn Schneewittchen ist gar nicht mehr zu Hause. Die sitzt nicht mehr zu Hause und wartet auf die Zwerge und macht derweil den Abwasch, sondern Schneewittchen ist voll auf Koks, Speed oder Crystal Meth und ist gerade in der Disco. Also, was macht der kluge Wolf? Der kluge Wolf sitzt zu Hause, spart sich den beschwerlichen Weg und klopft umgeben von einer Wolke aus gar nützlichem Web-Content an Port 80 HTTP und spricht, lass mich rein, ich bin ein gar lustiger Videostream. Nicht? Also man braucht nicht mehr zur Berghütte zu krabbeln. Nicht? Über den Rest des Bedrohungsszenarios wissen viele von Ihnen, denke ich mal, mehr als ich. Nicht? Das können wir mal sein lassen. Dann das Dritte. Das habe ich genannt Push- und Elektroschrott. Nicht? Ich habe mal hier eine schöne Seite. Mal sehen, ob ich meinen Browser darüber geschoben bekomme. Muss ich wahrscheinlich hier ein bisschen kleiner machen. Ja, da ist er. So, ich habe jetzt hier mal die Seite golem.de, IT-News für Profis. Gott sei Dank habe ich sie offline. Und auf dieser Seite sehen Sie also ungefähr 44 Jubelnachrichten über Wearables und die tollen Wearables und hast du nicht gesehen. Und irgendwo ganz unten, mal sehen, ob ich sie finde, ist eine Nachricht, die sagt, die übertragen ihre Daten immer unverschlüsselt. Das heißt, man kann man kann in der Nähe jeden Benutzer eigentlich identifizieren. Also Wearables, ich hoffe, das ist jedem klar, das sind so Schmuckstücke, die nebenbei ihren Blutdruck messen und ob sie sich gerade bewegen oder nicht und die ihnen dann in Verbindung mit ihrem Smartphone sagen, du warst heute ein fauler Sack, beweg dich gefälligst. Und weil die Dinger hübsch sind und modisch, kaufen die Leute das von allein. So, dann habe ich, in meinen Augen ist das alles überflüssiger Schrott und zur Gefährdungslage, die damit zusammenhängt, werde ich noch was sagen. Dann ein anderer Schrott. Ein Router, der sich in meinem Besitz befindet. Nicht? Das ist ein DIR 300, also ein ziemlich gängiges Modell. Und meine nächste Aufgabe wird sein, da irgendwie eine andere Firmware drauf zu spielen. Das ist ja nun die Firmware des Herstellers. Und diese Firmware, dieses Bild ist entstanden über das WLAN, das ich damit beackere. Was sagt uns das? Ich kann mit dem WLAN die Konfigurationsseite dieses beschissenen Geräts aufrufen. Damit ist das aus meiner Sicht schon Elektroschrott. Nicht? Denn das ist sicherheitstechnisch eine Vollkatastrophe. Nicht? Wenn ich da das Ding nicht völlig zunagle, sodass es gar keiner mehr benutzen kann, wird sich jemand zumindest eine IP besorgen und dann kann er diese Seite sehen. Und diese Seite, die sagt nicht nur, für welches Gerät es ist und von welchem Hersteller, sondern es sorgt auch gleich noch den Firmware-Stand. Also was brauchen Sie denn noch für einen Einbruch? Nicht? Das kennen Sie aus jedem Riffifi-Film. Die erste Frage des eingekauften Tresorknackers ist, welches Modell ist es denn? Nicht? Das ist die erste Frage, die beantwortet er, ohne gefragt worden zu sein. Nicht? Er könnte mir ja eine blaue Seite mit Anmeldename und Kennwort präsentieren. Okay, das wäre was. Aber das hier, das ist ja vollkommen wahnsinnig. Nicht? Das ist sozusagen Fukushima in klein. Nicht? Hat wahrscheinlich jeder zweite von Ihnen auf dem Küchenschrank. So, das ist übrigens das aktuellste Firmware-Update, das gekommen ist. Und wissen Sie, was das Neue daran war? Nicht etwa, dass das hier über HTTPS funktionierte. Das ist natürlich offen übertragen, ist ja klar. Nicht? Wenn ich das Passwort und den Benutzernamen eingebe, ist das offen. Klar. Die Neuigkeit war, dass er hier so ein Captcha drin hat.
Das haben die also in 5 Jahren geschafft, da so ein Captcha einzubauen. Habe ich das auch richtig verstanden? Das ist also bevor irgendeine WLAN-Verschlüsselung stattfindet? Also sowohl WLAN unverschlüsselt als auch HTTP? Nein, nein, also ich muss schon den WLAN-Schlüssel haben, um über eine IP zu bekommen. Okay. Nicht? Dann bin ich Teilnehmer. Aber dazu beobachten Sie das Ding irgendwie, nicht? Das Netz von Ihrem Nachbarn 2 Stunden und dann errechnen Sie den WLAN-Schlüssel. Wenn Sie wirklich rein wollen, dann kaufen Sie sich 3 Grafikkarten und dann sind Sie drin. Nicht? Aber dann sind Sie ja noch nicht in der Administrationsoberfläche. Um jetzt wirklich was machen zu wollen, ist das ja ganz praktisch. Nicht? Also die Sicherheit von WLANs ist ja noch ein anderes Ding, aber das hier ist aus meiner Sicht eben völlig fahrlässig. Das ist einfach Elektroschrott. Aber ich bin der, also meiner Erfahrung nach sind 99 von 100 verkauften Routern so. Oder? Sehe ich das falsch? Nee, sehe ich offenbar richtig. Ja, also das ist aus meiner Sicht Fusch Elektroschrott. Nicht? Und generell wird die Firmware solcher Geräte, wann auch immer Sie sie kaufen, 2 bis 3 Mal mit einem Update versorgt und dann verliert der Hersteller die Lust, denn dann sind ja schon 2 Folgemodelle raus. Die sind zwar innerlich genauso beschissen, aber die haben ein neues Design. Nicht? Das ist so wie die Autoindustrie in Amerika früher. Nicht? Alle einmal im Jahr eine neue Karosserie, dasselbe bekloppte Innenleben. Nicht? Und auch derselbe Quatsch wie früher. Nicht? Dann ein 4-Zylinder, aber mit 8 Knöpfen außen an der Karosserie. Das Entscheidende an all diesen Geräten ist, weshalb ich mich auch mit denen so lange aufhalte, ist der Internetzugang. Das schafft ja wunderbare Möglichkeiten für das Abgreifen von Daten. Nicht? Also es gibt übrigens auch Fernseher mit Internetzugang. Nicht? Da sieht die Sicherheitslage noch viel beschissener aus als bei diesem Gerät. Wenn Sie dieses Wearable, dieses Gerät, das Ihnen sagt, dass Sie ein fauler Sack sind, weil Sie heute nicht laufen waren, wenn dieses Gerät nur mit Ihrem Computer, mit Ihrem Smartphone direkt Verbindung hätte, dann wäre das für den Produzenten relativ witzlos. Gut, er hat Ihnen das Ding verkauft, aber für die Drecksäcke in der Industrie wäre das relativ uninteressant. Interessant wird es, wenn diese Daten nach außen wandern. Das ist der Witz bei der Sache. Nicht? Man kriegt sie immer noch ein bisschen mehr unter Kontrolle. Einfach ein Beispiel, eine Kaffeemaschine. Wir stellen uns jetzt mal vor, eine besonders feinsinnige Kaffeemaschine, die hat ja auch irgendwie eine Firmware. Nicht? Also höherwertige Kaffeemaschinen, die mahlen den Kaffee und dann kann man über diese Firmware feststellen, dass er sie ein bisschen anders ein bisschen malt. Nicht? Diese Firmware einer Kaffeemaschine war uns bisher mit gutem Grund ziemlich schnuppe. Denn das war eine relativ binäre Logik. Ich stelle das Ding auf, ich fülle da Wasser ein, ich gucke vielleicht nochmal in die Bedienungsanleitung und dann ist für meine Frage eigentlich nur, kommt da Kaffee raus oder Katzenpisse und schmeckt das Zeugs. So. Und wenn jetzt ungefähr das geschmacklich rauskommt, was ich haben wollte, dann bin ich zufrieden mit dem Ding. Dann hört das Denken berechtigterweise auf. Also das ist so der Punkt, wo der Primärzweck das Denken bestimmen kann, unter einer Voraussetzung. Es gibt bei uns so spießige Veranstaltungen, die sich mit solchen Dingen wie scharfen Kanten, Stromschlag und so weiter beschäftigen. Nicht? Also es gibt eine deutsche Industrienorm für jeden Quatsch, Gott sei Dank. Nicht? Es gibt irgendwie einen TÜV, der sagt, diese Kaffeemaschine darf betrieben werden. Das sind also Risiken, die man gut im Griff hat. So. Aber in dem Moment, wo diese Kaffeemaschine jetzt sind wir ja schon im Internet der Dinge, eine IP bekommt, eine Mac, und anfängt nach draußen zu funken, da ist der TÜV geistig überfordert. Der guckt ja gar nicht erst an. Und jetzt in diesem Moment aber wird die Firmware dieser Kiste genauso interessant, wenn man es mal sicherheitstechnisch betrachtet, wie dieser Schrott da. Und ganz sicher, darum habe ich mit diesem Fukushima-Bild begonnen, ganz sicher wird für die Firmware meiner Kaffeemaschine oder meines Routers nicht mehr geistigen Hirnschmalz aufgewandt als dafür, oder? Ne? Ganz sicher nicht. Und das da ist ein Bedrohungsszenario, wie wir ja nun leider in voller Breite wissen, gewesen, wie man es größer kaum hätte bauen können. Und wir haben ja alle was davon. Ne? Denkt man jetzt nicht so drüber nach, dass in Japan ist ja weit weg, dass das Plutonium da ins Wasser geflossen ist. Aber ich werde, es ja nur eine Frage der Zeit, auch meine Plutonium-, Radium- oder sonst was Dosis bekommen, wenn ich dann im nächsten Sommer, sollte es einen geben, baden gehe. Ist ja nur eine Frage der Zeit. Also da haben wir alle was von. Und es ist wirklich nicht, also aus meiner Sicht, nicht anzunehmen, dass für dieses, ne, diesen Kleinscheiß hier oder die Firmware einer modischen Internet der Dinge, Kaffeemaschine, mehr Hirnschmalz
aufgewandt wird als für den Bau dieses Kraftwerks. Ich würde eher sagen, weniger. Internet der Dinge hat jetzt auch eine neue Mode, nämlich das Smart Home. Das Smart Home sagt Ihnen, dass also so ein Lichtschalter, also sowas von 80s ist, das geht gar nicht. Sie müssen jetzt also im Grunde aus Ihrem Haus einen Computer machen und alles mit Ihrem Smartphone regeln. Aus meiner Sicht ist ein Gegenstand, der eine einzige Funktion hat, sowas ausgereift ist wie ein Lichtschalter. Ich drücke da drauf und das Licht geht an oder aus. Das begreift auch ein Affe und ich begreife es auch im Vollrausch. Und das muss ich auch meiner Oma nicht lange erklären. Das ist sozusagen arriviert. Man lerne die Einfachheit schätzen. Also unter Soldaten sagt man, im Krieg hat nur das Einfache Bestand. Und das ist im Suff oder in Panik oder so genauso. Also es gibt eine Menge Lagen, in denen ich mir nicht so richtig vorstellen kann, dass jemand mit einem Smartphone jetzt sein Haus programmiert. Und wenn Sie so ein Smart Home haben, mal von dem Bedrohungsszenario über Internetabgriff, ob Sie denn jetzt gerade auf dem Klo sind oder in der Küche, mal ganz abgesehen, ist ab jetzt Ihr Opa damit überfordert, Ihre Blumen zu gießen. Dann werden Sie dem Opa irgendwelche Sätze sagen wie, Opa, also jetzt einfach nur das Licht in der Küche einschalten, das geht nicht mehr. So einfach ist das jetzt nicht. Das ist jetzt alles vernetzt, das ist jetzt alles smart. Und dann wird Opa sagen, weißt du was, Junge, dann gieß deine scheiß Blumen mal alleine. Das der hohe Wert eines distinkten Gegenstandes, so eines scheiß einfachen Lichtschalters. Keine Firmware, sondern ganz mechanisch an-aus. Man lerne es zu schätzen. Ich denke, viele Menschen werden es erst zu schätzen wissen, nachdem sie sich so ein Smart Home eingebaut haben. Das können wir hier mal abkürzen, dieses fluffige Smart Home-Technik. Man zahlt ja als Anwender so einer Technik auch einen Preis. Also jeder Sportler weiß, dass jeder Muskel, den man nicht benutzt, der verkümmert. Das ist mit dem Hirn genauso. Und je mehr Sie auslagern in eine Maschine, in irgendwelche Hilfsmaschinen, desto mehr verkümmern Sie selber. Das ist der unweigerliche Preis der Bequemlichkeit. Also der Anwender, der sogenannte User irgendeiner Technik, der bezahlt mehrere Preise. Also erstmal natürlich den Geld für den ganzen Quatsch, den modischen Dreck. Dann bezahlt er heutzutage immer mehr mit Daten. Das ist der Trend, wo das hingeht. Also ein einfacher Lichtschalter ist natürlich scheiße, denn aus dem kann ich ja nicht schließen, ob Sie jetzt gerade in der Küche sind oder auf dem Klo. Also muss das Ganze smart und fluffig werden, damit ich dann immer genau weiß, wo Sie gerade sind. Und dann zahlen Sie mit einer immer größer werdenden Hilflosigkeit. Also stellen Sie sich mal vor, in Ihrem Smartphone, jetzt fällt Ihnen Ihr Smartphone ins Klo. Das war es jetzt erstmal mit dem Smart Home. Oder Sie verlieren das einfach, Sie lassen es dann im Suff in der Kneipe liegen und das gibt ja wunderschöne Möglichkeiten für ganz neue digitale Klingelstreiche. Wenn ich jetzt Ihr Smart Home, ein Steuergerät in die Hand bekomme, vielleicht ist Ihnen diese Werbung, Telekom-Werbung jetzt, läuft gerade in der Glotze gegenwärtig, wo irgendwie Töchterlein eine Party feiert. Telekom-Werbung, Töchterlein feiert eine Party, will ihr Brüderchen rausschmeißen, Brüderchen ruft bei Papi an. Töchterlein hat das irgendwie geschafft, Mami und Papi für 3 Stunden ins Lokal zu schicken, um die Bude zu verwüsten. So, und Papa, jetzt Smart Home, ganz fluffiges Kerlchen, der programmiert jetzt das Haus um. Wer kennt ihn nicht? Na, doch, 1, 2. Und, also er schaltet die Heizung aus und die Klimaanlage auf -12 Grad und das Licht aus und so weiter. Und dann sieht man da die festlich gewandete Jugend irgendwie erst frieren und dann sich verabschieden und so. Was meinen Sie denn, wie oft, Töchterlein, das passiert? Also Töchterlein lässt sich das vielleicht noch gefallen, aber Söhnchen, der hat doch in der nächsten Woche einen Trojaner auf Papis Smartphone eingebaut. Wenn er schlau ist, baut er sowas wie Phishing-Angriffe auf Bank. Dass Papa aus der Ferne die Illusion hat, er hat die Heizung jetzt verstellt und Sohnemann kriegt aber Nachricht, wie es tatsächlich ist. Also das wird Sohnemann nicht zweimal passieren, diese Nummer. Also es hat alles seinen Preis. Und irgendwer wird die Kontrolle womöglich behalten, aber in der Tendenz nicht unbedingt Sie. Zumindest nicht als Einziger. So viel ist schon mal sicher.
Technik hat, wenn sie einigermaßen gut gemacht ist und auch sinnvoll eingesetzt wird, durchaus ja positive Wirkung. Nicht? Natürlich kann mein Auto schneller und weiter fahren, als ich das jemals könnte. Und bequemer ist es auch, gerade bei Regen. Aber wenn der Arsch nicht vorzeitig in Falten hängen soll, dann muss man ihn bewegen. Das nennt man dann heute Joggen. Nicht? Habe ich heute tapfer gemacht. Also mein Wearable, das ich jetzt natürlich vor Ihnen versteckt habe, sagt mir heute nicht, dass ich ein fauler Sack bin. Das muss man sich ja auch mal klar machen, dass wenn das Jagd- und Fluchttier Mensch im Wald laufen geht, sozusagen ohne Hirsch, dem man hinterherläuft, ist das ja was Hochartifizielles, eigentlich was völlig Künstliches. So sieht es auch bei vielen aus, nicht? Die dann so in sehr knallbunten Strampelanzügen, hübsch gemacht, als wäre es jetzt auf dem Laufsteg da durch den dunklen Wald hasten. Das ist dann schon ein bisschen gaga, nicht? Aber immerhin, bewegen immerhin das Ärschchen. Digitale Demenz hatten wir schon. Ich bin Segler und ich bin so ein alter Sack. Ich habe immer eine Seekarte auf dem Tisch im Salon und ich gucke immer auf der Seekarte. Ich habe auch ein Navi, allerdings so ein altes französisches. Da funktioniert nur noch eins, der sagt mir meine Position. Und dann muss ich die Position auf die Karte übertragen und gleiche sie dann durch Gucken nach draußen, also in die Real World, ab. Lügt er. Und deshalb habe ich auch mitbekommen, dass mein Navi seit letzter Saison lügt. Also er verscheißert mich mit einer Position, die, glaube ich, 2,4 Seemeilen nordwestlich von meiner wirklichen liegt. Also ist eigentlich unbrauchbar, das Scheißteil. Ja. Gut, ich habe ihn noch nicht ausgebaut. Nicht? Aber ich habe eben viele Kameraden, durchaus auch ältere alte Säcke als mich, die sind nicht mehr dazu in der Lage, mit einer Seekarte zu navigieren. Die haben immerhin ein schlechtes Gewissen, weil sie es mal konnten. Und deshalb wissen, dass sie es eigentlich können müssten. Trotzdem fahren sie von Kiel-Wiek nach Schilksee mit ihrem Navi. Sie können solche Leute ja auch im Autoverkehr sehen. Nicht? Kieler, die in Kiel mit dem Navi rumfahren. So was gibt's. Nicht? Und deshalb auch so fahren, als wäre es jetzt irgendwie Berlin bei Regen. Nicht? Und bei Nacht. Nicht? Naja. Gut, die alten Säcke können sie also noch bei der Ehre packen. Den kann man sagen, also sag mal, hier Hans Günther, was machst du denn da? Die Jungen können sie nicht bei der Ehre packen, die haben es nämlich nie gelernt. Die Jungen sagen ihnen, ja, ich habe doch ein Navi und ich habe ein Smartphone, wozu soll ich denn hier so eine Karte, das ist ja sowas von 80s, das ist ja schon 70s. Nicht? Das geht ja gar nicht. Aber wenn dann mal der Strom ausfällt und sowas passiert ja, dann ist blöd. Also ist mein persönlicher Rat bei all diesen Helferlein, so schön und bequem das auch ist, man soll immer noch üben, dass man es auch selber kann. Also wenn Sie sich schon, bevor Sie ein Greis sind, auf den Rollator stützen, dann mag das ja bequem sein. Aber Sie werden dadurch auch früher ein Greis. Das ist eine der Folgen. Ich wollte eigentlich mein TomTom mitnehmen. Ich habe so ein blödes TomTom-Navigationsgerät. Marie aus Paris brüllt mich da immer an. Das ist ja ganz erotisch, wenn sie mir sagt, du hast dein Ziel erreicht. Aber sie ist im Irrtum, sie kennt meine Ziele nicht, nicht. Und außerdem ist Marie aus Paris auch manchmal mucksch. Also ich schalte das Gerät ein und dann braucht es gelegentlich, ohne Vorwarnung, 14,3 Minuten, ehe es sich wirklich so weit angeschaltet hat, dass ich eine Anmeldemaske, sowas wie das da bekomme. Und wenn ich dann in Hamburg von A nach B will, dann ist das doch ein bisschen lästig. Ne? Also gut, die haben also auch ihre Besonderheiten. Habe ich zu dem Thema noch was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Social Media. Ich habe eine kleine Tochter, die musste natürlich, ist jetzt in die Schule gekommen, ist jetzt in der vierten, dritten Klasse. Und weil alle natürlich ein Smartphone hatten, musste sie natürlich auch ein Smartphone haben. Und weil alle, Facebook ist jetzt schon out, WhatsApp hatten, musste sie natürlich auch WhatsApp haben. Also mein Töchterlein hatte dann Smartphone mit WhatsApp. Ganz wichtig. Und mein Töchterlein kam nach 3 Wochen zu dem Schluss, Papa, das ist ja alles Blödsinn. Ich schalte das Ding eigentlich immer aus, weil nämlich sonst den ganzen Tag dieses Gerät quiekt, weil irgendwer gerade bei Aldi ist und die Welt das wissen muss. So eine Schulklasse, wo jeder jedem alles meldet, ne? Das ist Dauergequieke. Dann reicht ja auch nicht die Nachricht, dass Fritzchen jetzt gerade bei Aldi ist und die Süßigkeiten nicht bekommen hat, sondern dann müssen auch 5 Leute darauf antworten. Sie können sich das Gequieke gar nicht vorstellen. Also mein Töchterlein ist zu dem Schluss gekommen schon, ohne dass ich da nun gemeckert hätte, dass das alles Blödsinn ist. Ne? Jeder meldet jedem alles, ist das Funktionsprinzip. Nun ist vieles davon, ich nenne das Sozialgeräusch. Das ist sozusagen die akustische Variante dessen, was die Affen tun, wenn sie nebeneinander sitzen und sich gegenseitig die Läuse vom Kopf sammeln. Das ist
man soll das nicht unterschätzen, Sie lachen jetzt, das hält die Gruppe zusammen. Nicht? Das ist ja wichtig. Nicht? Und ob die Gruppe nun, was weiß ich, denn eine Schulklasse ist oder der kleine Fortpflanzungstrupp, heute Beziehung genannt, das hat eine Funktion. Aber bekloppt wird das Ganze dann, wenn eine Gruppe damit geduscht wird, die gar nicht gemeint ist. Also stellen Sie sich mal vor, Sie müssten nur das ganze Sozialgemurmel und Beziehungs-ID-Dai Ihres Wohnblocks auf diese Weise mitverfolgen. Nicht? Was interessiert es Sie, dass Willi wieder den Müll nicht runtergetragen hat und diese ganzen Du-immer-ich-nie-Beziehungsdiskussionen dieses Wohnblocks? Das interessiert Sie doch alles ein Scheißdreck. Nicht? Das ist aber 99% dessen, was in Social Media los ist. Meine persönliche Sicht. Ich versuche mich auf die andere Seite des Bootes zu setzen. Und das ist also aus meiner Sicht das Gegenteil von geistiger Ökonomie. Nicht? Mensch, werde wesentlich, hat mal einer gesagt. Also beschäftige dich mit Dingen, die die Beschäftigung wert sind. Nicht? Und da ist aus meiner Sicht das meiste Social Media genau das Gegenteil. Nicht? Aber es hat sicherlich einen Unterhaltungswert, das will ich konzidieren. Es muss nun keineswegs alles sinnvoll sein, was man im Leben tut. Nicht? Der Unsinn gehört ja auch zum Leben, aber man soll die Waage halten. Nicht? Auch das Lustige, das Spielerische. Nicht? Selbst Nietzsche sagt ja, ohne die Musik wäre das Leben ein Irrtum. Und man kann ja eigentlich durchaus ohne Musik leben, nur eben nicht schön. Aber der Unsinn soll nicht überhand nehmen. Fortschritt, eine Vokabel, die ich im Vorübergehen auch mal eben töten möchte, nicht? Das ist aus meiner Sicht eine ideologisch aufgeladene Vokabel, eine Art verbale Nebelkerze, ein Werbewort. Fortschritt suggeriert ja, dass es irgendwie vorangeht. Nicht? Also dann hole ich mal wieder, wenn wir wieder hier von Fortschritt sprechen, ne? Dieses Bild. Nicht? Das haben nackte Affen, unheimlich fortschrittliche nackte Affen gebaut, die also dazu in der Lage waren, Atomreaktoren zu bauen. Nicht? Das ist also auch Fortschritt. Nicht? Das ist neu, das ist toll. Radium, Rasierwasser und Hemden aus Schießbaumwolle war auch mal Fortschritt. Nicht? Da waren Sie mal ganz vorne mit dabei. Nicht? Also die Kombination wäre, Sie wohnen also neben dem Reaktor, angekleidet mit einem Hemd aus Schießbaumwolle und trinken Radiumwasser. Herzlichen Glückwunsch. Nicht? Und dann sind Sie noch behängt mit Wearables. Nicht? Damit ich dann auch sehen kann, auf Ihrem Statusmonitor, wahrscheinlich Ihrem Facebook-Status, ob Sie gerade schon abgebrannt sind. Wird es sicherlich geben. Nicht? Ist nur eine Frage der Zeit. Also es hat in Fukushima nach der Katastrophe die Idee gegeben, man könnte ja Smartphones mit eingebauten Geigerzähler bauen. So blöd wäre das dann nicht. Nicht? Also in der richtigen Umgebung. Also je nachdem, in welchem Einsatz ich gerade unterwegs bin, wüsste ich auch gerne, ob ich gerade mit Radar eingepeilt werde oder mit Infrarot. Nicht? Das kann durchaus nützlich sein. Nicht? Je nach Einsatzort. So, der Mensch als blöder Affe. Jede Generation schaut ja herablassend auf die Generationen davor herab. Nicht? Also wie komisch die denn aussehen und so weiter. Nicht? Da muss man sich nun klar machen, und das gilt eben auch für diese ganze Technik, also alles, was man ihnen als modern und fluffig verkaufen will. Wir sind doch nur die lächerlichen Typen von morgen. Wenn Sie es nicht glauben, dann gehen Sie mal zur Oma und gucken Sie ins Familienfotoalbum, wo Sie als Jüngling drin vorkommen. Nicht? Oder ich. Nicht? Dann sagen, oh Gott, mit diesem John Travolta-Hemdkragen und dieser Hose, wo man sehen kann, dass mein linkes Ei größer ist als mein rechtes. Oh mein Gott. Nicht? Und das ist doch noch nicht so lange her. Nicht? Also egal, wie modern und fluffig wir sind einfach nur die komischen Typen von morgen. Nicht? Und die nächste Generation wird auch sich für die Krone der Schöpfung halten und sie wird auch so eine Scheiße bauen und glauben, das ist der letzte Schrei. Das können wir gar nicht verhindern. Der Mensch ist einfach dämlich. Dieses ganze Gekrabbel der Menschenameisen nimmt sich dadurch recht putzig aus. Nicht? Also, Internet der Dinge hatten wir ja schon mal. Meine Sicht ist nichts weiter als die Verkabelung der ganzen Welt mit Kameras und Mikrofonen. Das ist der feuchte Traum der Berufsspanner, nicht? Von denen wir ja nun etwas genauere Kenntnis haben, dank Snowden. Wir können ja jetzt sagen, inzwischen, dass das Internet wirklich ein feindlicher Raum ist. Es ist ja nicht nur so, dass ich den ganzen Tag zugespammt werde von irgendwelchen Leuten, die mit mir stöhnen wollen oder die mir 4.000 Euro am Tag überweisen wollen und was weiß ich alles noch, sondern hinter jedem Baum, der nicht durch einen Betrüger besetzt wird, steht ein Spanner.
Ne? Das können Sie ja sagen. Also das ist ein Wald. Früher sagte man ja, du bist Kropperbusch noch nie vorbei. Kennen Sie das? Ne? Das war ja mal so eine Räuberhöhle, der Kropperbusch. Ne? Da konnte man aber eigentlich doch die Hoffnung haben, dass nicht hinter jedem Scheißbaum ein Räuber steht. Ne? Was das Internet angeht, wissen wir inzwischen doch, es ist so. Da steht wirklich hinter jedem Baum ein Räuber. Ne? Also, Verkabelung der Welt, der feuchte Traum der Berufsspanner. Und das Erschütternde ist eben, von Gläubigkeit besinnungslose Konsumenten verwanzen da auf eigene Kosten ihr eigenes Leben. Also nicht nur ihr komplettes Umfeld, nein, sie hängen sich noch auch selber noch zusätzliche Sensoren um. Also gerade diese sogenannten Wearables, so als sei die Ortungswanze Smartphone nicht schon genug. Und man muss ihnen ja gar nicht befehlen, nicht, sich zu verwanzen. Man muss ihnen auch nicht drohen, sondern es reicht einfach Werbung. Ne? Propaganda letztlich. Ne? Schon laufen sie los und kaufen, 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 kaufen. Ne? Das ist etwas, was Orwell sich nicht vorstellen konnte. Nicht? Bei Orwell wird ja der Televisor vom einem Beauftragten des großen Bruders in der Bude angeschraubt und aus Spargründen, also er hatte ja vor Augen so ein England, ein sozialistisches England der Zukunft, also ungefähr unsere Jetztzeit. Nicht? Und war ihm ja klar, der alte Witz, nicht? Was passiert, wenn der Sozialismus in der Wüste einzieht? Weiß das jemand? Er hat 10 Jahre lang nichts und dann wird der Sand knapp. Also der Mangel. Nicht? Also gab es natürlich nur einen Televisor in der Bude. Aber was er sich nicht vorstellen konnte, war, dass der Mr. Smith seine Televisoren selber kauft. Der steht früher auf, um sich in eine Schlange zu stellen an der Wanzenausgabestelle. Und dann gibt er auch noch Geld ab, um eine besonders schöne Wanze zu kaufen. Das ist ja die Ist-Situation. Das konnte Orwell sich nicht vorstellen. Ich nenne das Bewusstlosigkeit, also digitale Sorglosigkeit, nannten das ja die Herren vom BSI. Sie wissen vielleicht, dass es so eine klassische Form von Diebstahl in Zügen gibt. Also machen bestimmte Arbeitsgruppen der Mafia ganz gerne, dass sie in Zügen Betäubungsgas einleiten und dann gehen sie rum und sammeln ein, was ihnen sinnvoll erscheint. Das ist sozusagen das Hardware-Real-World-Version eines ungerichteten Massenangriffs. Spam-Mail oder ne? Mal gucken, ob auf Ihrem Rechner irgendwas ist, was mich interessiert. Ne? Das ist die Hardware-Version davon. In dieser Welt, also in diesem Bild, das ich hier entwerfe, müssen die Leute gar nicht erst betäubt werden. Die sind schon besinnungslos. Nicht? Aber sie können als Schlafwandler loslaufen und sich diesen ganzen Quatsch kaufen. Nicht? Und sich auch selber damit behängen. Und sie sorgen auch peinlich dafür, dass der Akku nie alle ist. Nicht? Denn dann würde das Wearable ja die Herzfrequenz nicht messen. Das psychologische Funktionsprinzip ist immer dasselbe. Man verspricht ihnen irgendeinen lustigen Nutzen. Man verspricht ihnen auch, dass sie auf der Höhe der Zeit sind. Sie sind modern, so wie bei meiner kleinen Tochter. Um in der Schulklasse mitzumachen, muss ich eben auch so ein scheiß Smartphone haben. Meine Tochter telefoniert praktisch nie mit dem Ding. Aber inzwischen macht es meistens aus. Wenn diese Industrie fertig ist, dann kann niemand mehr einen einzigen Schritt unbeobachtet tun. Und zwar völlig unabhängig, ob er bei diesem Quatsch mitmacht oder nicht. Wenn Sie alle mit Wearables und Google Glass Brillen und was behängt werden, dann kann ich hier auch nackt rumlaufen. Ich werde trotzdem bei YouTube auftauchen. Nämlich bei den Bildern, die Sie aufgenommen haben. Und inzwischen ist es ja so, dass es praktisch keinen unbeobachteten Raum mehr gibt. Sie können ja noch nicht mal mehr sicher sein, wenn Sie im Wald pinkeln gehen, dass das unbeobachtet ist. Da hat irgendein Arsch so eine Wildkamera, die es bei Aldi inzwischen für 30 Euro gibt, an den Baum gehängt. Inzwischen kann noch nicht mal das Wild mehr unbeobachtet und ungefilmt auf die Heide kacken. Gut, ich übertreibe jetzt leicht, aber demnächst haben wir dann auch noch fliegende Drohnen. Also wenn diese Industrie erstmal fertig ist, dann gibt es keinen unbeobachteten Raum mehr. Dann hat vieles auch noch den Charakter von Bevormundungstechnik, so möchte ich das mal nennen. Also immer mehr Artikel haben Zusatzfunktionen, die ich nicht bestellt habe und die ich mir auch niemals wünschen würde. Also schönes Beispiel sind so moderne Autos, die an jeder Scheißampel ausgehen. Sowas macht mich wahnsinnig. Das hat so ein bisschen was von einem Angestellten, der sich jedes Mal verpisst, wenn ich mich umdrehe. Also muss ich jedes Mal wieder rufen, wenn er wieder ein Blatt wenden soll. Ich finde das irgendwie blöd. Ich finde diesen ganzen Energiespar, Nachtabsenkungs-, Bewegungsschalter, Flimmer, Leuchtstoffröhren, Quecksilberdreck einfach blöde. Ich will das nicht. Ich finde das so schick wie so ein Pulli mit eingenähtem Hemdkragen. Kennen Sie solche Dinge? Gibt's. Nicht? Also Pulli mit eingenähtem Polohemd hier oben. Nicht? So toll finde ich das. Das ist ja ein Pulli, der nicht wirklich wärmt, wenn es kalt ist.
Aber wenn es heiß ist, können Sie ihn nicht ausziehen, denn dann kommt ja das Schießer-Doppelripp zum Vorschein. So ungefähr betrachte ich diese Technik. Nicht? Dann wird hier die diktatorische Bürgerpflicht zum Stromsparen ja ganz hoch gehalten. Das ist ja auch unheimlich modisch. Nicht? Also die Ermahnung des Ministeriums für Betroffenheit und schlechten Sex, wenn ich eine zweite Glühbirne anmache in meiner Bude. Nicht? Denn die Stromversorger sind der einzige Wirtschaftszweig, der mir bekannt ist, der sich händeringend darum bemüht, seinen Absatz zu senken. Sonst ist mir eigentlich keiner bekannt. Aber Sie haben ja den großen Vorteil, Sie können die negativen finanziellen Folgen für sich dadurch vermeiden, dass Sie einfach die Preise verdoppeln. Ne? Also netterweise, wir sparen wie die Weltmeister, aber für weniger müssen wir inzwischen mehr bezahlen. Und zuständig für solchen Scheißdreck sind solche lustigen Typen. Wo habe ich ihn denn hier? Ach. Ist so ein, ich nenne ihn mal den Frühstücks- oder Netzteildirektor. Nicht? Also das ist ein Mensch, der wirklich von ganz oben dafür für die Rettung der Welt durch einheitliche Netzteile zuständig war. Solche Typen haben auch die Glühbirnenverordnung entworfen. Das sind so ganz wichtige Typen. Er ist ja ein hübsches Kerlchen. Nicht? Und ne, wenn er uns dann richtig schön so vom Olymp aus uns Deppen und Idioten zum Energiesparen angeleitet hat, dann steigt er in seine S-Klasse und lässt sich von seinem Chauffeur nach Hause fahren. Nicht? Ich liebe solche Typen. So, wen haben wir noch? Den Frühstücksdirektor haben wir abgearbeitet. Eine Fernsehwerbung möchte ich Ihnen mal zeigen. Ich habe da leider keinen Ton, aber das ist auch unerheblich, denn diese lustige Fernsehwerbung, da ist sie doch. Komm her, Mäusi. Das muss ich erstmal zu Ihnen rüberpacken, ja. Und dann, wow, das mal auf die richtige Größe bringen. Das ist eine AXA-Werbung. So, da haben wir hier diese, so eine lustige weibliche Grinsebacke, die erzählt uns da an diesem Ding auf Französisch, ich habe es auf Deutsch nicht gefunden, dass sie eine Verkehrs-App für uns entwickelt, damit wir Dämlecke nämlich besser Auto fahren können. Wir sind ja alle zu dämlich und Sie sehen da hier so einen Felsen, der sich da in selbstmörderischer Absicht aus unfasslicher Höhe auf den Boden schleudert. Aber netterweise die Fahrbahn nicht durchschlägt. Das ist bei so einem 20-Tonnen-Felsen gegen Asphalt schon eine Leistung. Und ne, dann, oh Wunder, das Auto umkurvt den dank Mäusis, Lara heißt das Mäusi, glaube ich, diesen Felsen, nicht? Das soll mir sagen, ich bin wahrscheinlich das schwachsinnige Kind am Steuer und ohne die rettende Verkehrs-App der erleuchteten Versicherungsmissionsmutti Lara wäre ich also jetzt blinder Vollpfosten voll auf diesen Kiesel draufgerauscht. Und das hätte natürlich zu kostenpflichtiger Kaltverformung geführt und hätte deshalb meine Versicherung traurig gemacht. Und dank der Versicherungs-App von dieses Grinsekrokodils Lara bin ich jetzt nochmal drumherum gekommen. Und man soll nun sagen, Servicewüste Deutschland, ich starte das nochmal, weil es einfach so schön ist, nicht? Um nachzugucken, ob Klein Uwe sich bei der Aktion in die Hosen gemacht oder einen Kaffee verschüttet hat, steht Klein Lara dann ja auch gleich auf dem nächsten Parkplatz und streicht mir übers Haupt oder was. Was ist der ernste Hintergrund dabei? Ich ironisiere das ja jetzt leicht, nicht? Also sehen, dieser Felsen beschädigt die Fahrbahn wirklich nicht, nicht? Das ist ja rücksichtsreich von ihm. Nicht? Und da kommt jetzt auch gleich Lara ins Bild. Sie sehen, angstschlotternd fahre ich jetzt auf den Parkplatz und jetzt kommt Grinsekrokodil Lara und erzählt uns die Lage. Was ist der Witz bei der Sache? Die Versicherung wird Ihnen das verkaufen als Nutzen. Nicht? Der Nutzen besteht jetzt daran, Sie lassen auf Ihrem scheiß Smartphone Grinsebacke Laras Verkehrs-App laufen, die natürlich Ihren Fahrstil überhaupt nicht verbessert, sondern Sie ermahnt. Nicht? Das ist eine Ermahnungstechnik. Und wenn Sie sich diesem Diktat unterwerfen, dann kriegen Sie einen Beitragsnachlass. Der Rabatt wird natürlich so aussehen, dass man die Preise für die anderen erhöht. Also Sie dürfen noch den bisherigen Beitrag bezahlen, aber die anderen, die sich diesem Diktat nicht unterwerfen, die also sich nicht der Vollkontrolle durch Klein-Laras Verkehrs-App unterwerfen, die dürfen die Entwicklungskosten für die App bezahlen. Ich zum Beispiel, nicht? Weil ich so ein verstocktes Arschloch bin. Nicht? Darauf läuft das hinaus. Das nächste ist eben, ne, der Dienst am Kunden. Ne? Sie haben gesehen, Lara steht auf dem Parkplatz. Das nächste ist der smarte Kühlschrank.
Nicht? Also der Nutzen ist natürlich, der, wenn der merkt, ich nehme jetzt das vorletzte Bier aus dem Kühlfach, dann bestellt er schon mal den nächsten Kasten. Und der kommt dann auch per Oktokopter auf, auf die Veranda, damit ich also wirklich nur noch zum Pinkeln aufstehen muss. Das ist natürlich toll, das ist fluffig, das ist modern. Aber das wird auch eine Nebenfolgen haben. Denn der Kühlschrank wird natürlich auch meinen Bierkonsum an meine Krankenkasse melden. Da wird auch eine Krankenkassen-App laufen. Und die Krankenkassen-App, die muss ich natürlich optimal auf mich einstellen. Was also in diesem Fall heißt, die Krankenkassen-App flötet mir jetzt schon beim Einschenken zu, dass es jetzt nicht ratsam ist, ein zweites Bier zu trinken. Nicht? Die ist ja also im Grunde wie mein Mäusi, die sagt, du willst doch jetzt noch nicht eine zweite Grillwurst essen, du hast doch schon eine. Nicht? So. Und Flöte pfeift, die sagt jetzt also, das ist das zweite Bier, ist nicht gut für meine Leber. Und wenn ich mich uneinsichtig zeige, dann muss jetzt aber mein Krankenkassenbeitrag neu berechnet werden. Darauf würde ich hinauslaufen. Vielleicht eilt dann auch bald eine irre interaktive Gesundheits-App-Rettungsroboter-Drohne herbei, wenn ich dann besoffen im Straßengraben liege, die mich vorher schon wegen meines schwankenden Gangs im Blick hatte. Und während dann eine Werbeeinblendung aus dem Lautsprecher des Oktokoppers klingt, nicht? Vielleicht Verkehrslaura, optisches Capture oder so, zieht mich dann der Rettungsroboter mit seinen gefühlsechten Greifarmen aus dem Graben und kerchert mir die Hunderkacke von der Jacke, nicht? Und berechnet dabei gleich meinen Krankenkassenbeitrag neu, aktualisiert meinen Facebook- und meinen WhatsApp-Status und schickt die Bilder von der ganzen Aktion an meinen Arbeitgeber. Herzlichen Glückwunsch, meine Damen und Herren. Nicht? Vielleicht gibt es aber auch in der schönen Zukunft dann noch schnellere Roboterdrohnen der Qualitätspresse. Also das Modell irgendwie Paparazzi Turbo oder sowas, die nämlich dann voll stabilisiert und in HD dabei filmt, wie ich in meiner Kotze ersticke. Dann bin ich für 2 Stunden ein YouTube-Star, posthum zwar, aber ein YouTube-Star. Kann natürlich auch sein. Nicht? Und dann kommt der super fluffige Entsorgungsroboter und schiebt mich weg. Kann natürlich auch sein. Nicht? Also das Verkaufen wird man uns den ganzen Dreck mit irgendwelchen Vorteilen. So wird das sein. Wenn, hält das einer für übertrieben? Ich denke mal, das ist nur eine Frage der Zeit. Das wird strahlende Wirklichkeit werden. Also die Lehre aus Snowden, dem, was Snowden uns sagt, ist, was technisch möglich ist, das wird auch gemacht. Da unterscheidet sich der real existierende Demokratismus des Westens nicht im Mindesten von der Achse des Bösen. Überhaupt nicht. Nur das Design ist anders. Die Propaganda ist irgendwie fluffiger, natürlich irgendwie demokratisch fluffig, freiheitlicher, nicht? Also es ist weniger von Ordnung, mehr von Sicherheit die Rede. Und nicht? Terror, 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 habe ich das heute schon oft genug gesagt? Terror, Terror. Es gibt keine ethischen Grenzen. Es gibt zwei Grundfragen. Bezahlt einer den ganzen Quatsch und wer hat den Nutzen davon? Im Falle der modischen Wearables und Smartphones zahlt der Konsument, der sogenannte Verbraucher, direkt, weil man ihm das als fluffigen Modenutzen verkaufen kann. Im Falle der ganzen wunderbaren Überwachungstechnik, Sicherheit, Sicherheit, Terror, Terror, ist der Staat der Kunde, aber raten Sie mal, wer bezahlt. Ne? Der Staat hat ja seine unbegrenzten Mittel nicht von irgendwo, sondern von uns Deppen allen, die wir am Wirtschaftskreislauf teilnehmen. Und das ist sowas wie die schwarze Seite des Fortschritts. Wir freuen uns über die Verdoppelung des Festplattenvolumens in immer kürzerer Zeit. Ist ja so. Nicht? Und es ist absehbar, dass wir die 100-Terabyte-Platte zum Preis einer Bahnfahrkarte nach Hamburg im Laden kaufen können. Ob das nun nächstes, übernächstes Jahr so sein wird, ist die Frage, aber es wird irgendwann so sein. Und das ist schön. Aber wozu wird das führen? Das wird dazu führen, dass dann nicht nur die Metadaten unserer Kommunikation gespeichert werden, sondern die Kommunikation gleich mit. Ne? Denn das ist ja nur ein Platzproblem. Es gibt keine ethischen Grenzen für die Sammler. Stasi West ist genauso wie Stasi Ost. Es wird gesammelt und gespeichert, was in den Keller passt. Ne? Und dank des Fortschritts wird in zukünftig viel, viel, viel mehr in den Keller passen, also wird auch mehr gesammelt. Ne? Und die Begründung, die wird uns dann diese Dame, wo habe ich sie denn? Umschalten. Wo habe ich denn hier unsere Kanzlerin der Herzen und der dann diensthabende Innenministerdarsteller, die werden uns dann schon klar machen, warum das ganz wichtig sein wird, dass Überwachung ganz wichtiger. Ja, da sieht sie nicht so schön aus. An den Wahlplakaten wird sie dann ein bisschen geschminkt, dann sieht sie immer ein bisschen netter aus. Nicht? Aber auch nicht viel, oder?
Ach ja, ich habe noch einen Trend fast vergessen. Bring your own device. Das betrifft ja nun nicht so sehr den Otto-Normalverbraucher, das ist mehr in Firmen so ein Schlagwort. Eine Denkoperation, die manchmal was klärt, ist meiner Ansicht nach, man übertrage eine Sache mal auf ein anderes Thema. Also bring your own device, ist das jedem Begriff? Also Idee ist, wenn man jetzt nicht Netzwerkadministrator ist, eine Firma hat ein Netz und versucht es zu schützen. Jetzt kommt irgendwie der obergefreite Dosenkohl in der Werbeabteilung und hat so ein fluffiges Smartphone und damit möchte er gerne an die Firmendaten ran. Und jetzt ist es sowas von 80s, wenn der Administrator ihm sagt, das geht nicht, unser Netz ist zu, du kommst mit deinem scheiß verwanzten Telefon mit allen Viren dieser Welt nicht an meine Firmendaten. Also das ist out. Also so ein Administrator ist total out und sowas von 80s, das ist ja schon fast faschistoid. Nicht? Deshalb ist es also demokratisch fluffig modern, wenn er dann dieses hochverwanzte Gerät ins Netz lässt. Jetzt übertragen wir das mal auf ein Krankenhaus. Bring your own scalpel. Ne? Also, wir hören auf mit diesem ganzen Scheiß mit dem Sterilisieren und Autoklaven und so einem Dreck. Das ist ja alles was für verspannte Verschwörungstheoretiker. Sondern jeder in Eigenverantwortung darf das Skalpell seines Vertrauens so desinfizieren, wie er das möchte. Ne? Und der eine Chirurg, der wirft es eben nach dem Frühstücksei mit in den Kopf und kocht es noch 3 Minuten. Und der andere wäscht es eben mit Priel unter kaltem Wasser ab. Reicht doch, ist ja nicht für mich, ist ja nur für einen blöden Patienten. Das wird so ungefähr die Bandbreite sein, linke, rechte Grenze. Und ich kann Ihnen auch das Drehbuch für das Kick-Off-Meeting dieses Konzepts schreiben. Da steht dann irgendwie so ein fluffiger 35-Jähriger im Nadelstreifenanzug mit starkfarbiger Krawatte vorne, Köfferchenträger. Und der wird Ihnen erzählen von der wunderbaren Tortengrafik, was jetzt alles gespart wurde in diesem Krankenhaus. Es ist eine wahre Wonne, es läuft einem warm am Bein runter. Das ist Bring Your Own Device. Ich denke, wenn man denken kann, hat sich die Sache damit erledigt. Aber was ich vorhin zeigte, dieses Verhältnis an Artikeln in der Fachpresse auch hier, ne? Golem, Heise Security, ist ein anderes. Nicht? Also ich kann sie vollpflastern, ich kann sie begraben unter Bergen von Artikeln, die was von Chancen durch Bring Your Own Device und auch Cloud und all so ein Dreck erzählen. Chancen über Chancen und auf 300 Chancenartikel kommt einer, der sagt, lass lieber sein. Nicht? Da sind wir letztlich wieder bei der Unfähigkeit von Großgruppen, Fehlentwicklungen zu korrigieren. Denn wenn Sie jetzt als Spielverderber, nehmen wir mal an, wir haben 20 Journalisten, die kriegen alle irgendwie ein tolles neues Gerät, irgendeinen Scheißdreck, denken Sie sich irgendwas aus. Nicht? Jetzt sollen Sie natürlich, das ist der Anspruch, ich Hersteller gebe Ihnen jetzt dieses Gerät, ich blase Ihnen noch ein bisschen Zucker in den Arsch, ne? Vielleicht eine Bahnfahrkarte oder einen Bordellbesuch und dafür sollen Sie jetzt natürlich einen tollen Artikel über mein Produkt schreiben. Sie, ne? Den möchte ich dann aber auch sehen. Wenn Sie jetzt natürlich schreiben, Jungs, das ist ja alles hier Elektroschrott wie mein Router da, lasst die Finger davon, dann war das aber das letzte Mal, dass ich Ihnen Bordellbesuch spendiert habe. Da können Sie sich drauf verlassen. Nicht? Das erklärt so ein bisschen, warum da so wenig Zweifler vorkommen und warum die alle so mit angezogener Handbremse sind. Teilweise müssen Sie Monate warten. Nicht? Das dauert. Also die Fähigkeit, Fehlentwicklungen zu korrigieren, die sind ausgesprochen gering. Ich rate zur Leninschen Grundfrage. Bei allem. Wem? Die Leninsche Grundfrage lautet, wem? Wie geht's weiter? Genau. Nicht? Und es gibt ja meistens irgendwie einen wenn man Ihnen was verkaufen will, muss es natürlich einen vordergründigen Kleinstnutzen für Sie geben. Nicht? Und die Werbewirtschaft leistet ja aber Erstaunliches. Es ist ja auch gelungen, Radio und Wasser an besonders reiche Leute für hohes Geld zu bezahlen. Und das ist heute auch nicht anders. Nicht? Und dann gibt es immer oder häufig einen Nutzen, der dahinter ist. Je höher der Werbedruck ist, daraus können Sie dann direkt schließen, dass der Nutzen dahinter für jemand anderes besonders groß ist. Also für mich ist ein Anhalt, wenn ich mal geneigt bin, in schwachen Stunden irgendeiner Ansicht, die in Funk und Fernsehen verbreitet ist, zuzustimmen, dann weiß ich, dass ich falsch liege, dass ich zu betrunken bin, dass ich noch nicht alles kenne. Das ist eine Faustregel. Also selbst denken, zu Risiken und Nebenwirkungen vergessen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihr eigenes Urteilsvermögen. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Gibt es noch Fragen?